Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, in seinem Bestseller Verbrechen, da berichtet uns Ferdinand von Schirach, das ist einer der ganz, ganz großen Autoren, einer der Star-Autoren Deutschlands, von wahren Verbrechen, die in unserem Land geschehen sind. Wahre Verbrechen, die passiert sind, da beschreibt er einfach, wie ganz normale Leute, von denen man es in erster Linie gar nicht gedacht hätte, zu Verbrechern, ja, zu Mörder werden. Da berichtet er zum Beispiel von einem Arzt aus Rottweil, der einfach dahin geht und seine Frau brutal zerstückelt. Oder aber er berichtet von einem psychisch kranken Mann, der einfach dahin geht und grundlos eine Museumsstatue zerstört. Oder von einem jungen Studenten, der seine Freundin, die er doch so liebt, ja das Bedürfnis hat, diese Freundin zu ermorden und zu essen. Furchtbare Dinge, die er dort in diesem Roman, in diesem Bestseller deutlich macht. Und wenn man das dann so liest, diese wahren Verbrechen, die geschehen sind, dann denkt man erst ja so, wie kann ein Mensch zu so etwas fähig sein? Wie kann es passieren, dass ein Mensch so etwas macht? Und unser zweiter Gedanke ist dann ja oft in der Regel der, dass wir sagen, ach, man gut, dass mir so etwas nicht passieren kann. Da bin ich ausgenommen. Und in unserem Predigttext, da tritt Jesus uns entgegen und macht uns deutlich, dass nicht nur jeder zum Mörder, zum Verbrecher werden kann, sondern dass jeder ein Mörder, dass jeder ein Verbrecher ist. Wir wollen hören auf Gottes Wort, Matthäus 5, die Verse 21 bis 26, und aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes stehen wir auf. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Einige dich schnell mit deinem Widersacher, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Widersacher dich dem Richter überliefert und der Richter dich den Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auf den letzten Cent bezahlt hast. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses Wort, das du uns gibst. Es ist ein ernstes Wort, ein wichtiges Wort, was du uns heute Abend mitgeben möchtest, Herr, für unser Leben. Herr, du bist einen Weg gegangen auf diese Erde, in dem du das erfahren hast, Herr, wie andere Menschen zu Mördern wurden, Herr, weil sie dich ans Kreuz genagelt haben, weil sie dich, der du der einzige Gerechte warst, Herr, zu Unrecht verurteilt haben und ermorden ließen. Ja, und das ist der Grund, warum wir heute Abend hier stehen, warum wir zusammengekommen sind, weil du etwas Größeres gewirkt hast, Herr, durch diesen deinen Tod. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns anhand dieser Predigt segnen magst, dass unser Glaube, unser Vertrauen, unser Leben mit dir gestärkt wird. Und damit das gelingt, Herr, dafür brauchen wir deinen Segen. Und deswegen bitten wir dich alle miteinander, dass du das Reden und das Hören auf dein heiliges, auf dein vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen segnen magst. Amen. Drei Punkte, die ich euch heute mitgebracht habe zum Thema des Tötens. Ein erstes ist unser größter Schwachpunkt, das Herz. Ein zweites, unsere größte Gefahr, der Zorn. Und ein drittes, unsere größte Hilfe, die Versöhnung. Ein erstes, unser größter Schwachpunkt, das Herz. Ihr Lieben, das Töten ist ja für die meisten Menschen die schlimmste aller Sünden. Wenn Jesus das hier sagt, Vers 21, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein.
Wenn da jemand herkommt und uns deutlich machen möchte oder dir deutlich machen möchte, dass er nicht zu den schlechtesten Menschen auf diesem Planeten gehört, dann wird diese Sache ja meistens genannt. Ja, ich habe ja immerhin noch niemanden umgebracht. Also schau mich an, ne? Ich meine, mein Leben ist nicht tadellos, aber ich habe noch niemanden getötet. Und diese Person hat natürlich insofern recht, dass sie eines der 10 Gebote vermeintlich jedenfalls hält. Doch eine Sache, die diese Person nicht verstanden hat, das ist genau das, was die Pharisäer auch nicht verstanden haben und was Jesus hier korrigiert, ist das Prinzip. Er sagt, ihr nehmt dieses Gebot des Tötens und reduziert es auf eine rein äußerliche Tat. Aber was ihr nicht versteht, ist das Prinzip dahinter. Das Prinzip, um das es hier eigentlich geht. So nach dem Motto, ich halte ja Gottes Gebote, ich bringe immerhin niemanden um. Aber Jesus kommt jetzt und erklärt, das ist gar nicht das, worum es mir geht. Es geht mir nicht allein um das, was du tust oder nicht tust. Es geht mir um weitaus mehr. Dieses Gebot des Nichtstötens, das ist ja jetzt eins von 6 Beispielen, das Jesus uns hier jetzt bringt in der Bergpredigt. Und wenn er dann sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, dann nennt er das Gebot und dann führt er das weiter und sagt, ich aber sage euch, dann will er 2 Dinge damit deutlich machen. Er möchte einmal aufzeigen, was die wahre Bedeutung, die wahre Absicht dieses Gebotes ist. Und auf der anderen Seite möchte er das korrigieren, was eben an falschem Verständnis da gewesen ist bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten. Und dann macht Jesus hier deutlich, ihr seid es, die einfach nur nach dem Buchstaben des Gesetzes lebt. Ihr nehmt dieses Gebot, guckt, was steht dort, wortwörtlich, und versucht das zu befolgen. Was ihr aber nicht tut, ist, dass ihr das Prinzip dahinter, hinter diesem Gebot versteht und danach lebt. Und das ist Jesu Anliegen hier, das ist der Punkt. Das ist ja das, wie wir die letzte Predigt geendet haben. Wer die Predigt vor 14 Tagen noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Da geht es nämlich um die Erklärung, welche Bedeutung hat das Gesetz denn überhaupt noch für uns heute. Und da hat der Vers in Vers 20 dann damit geendet, dass unsere Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten, um ein Weites übersteigen muss. Und da haben wir gesagt, okay, das, worum es Jesus geht hier in der Bergpredigt, in diesem Abschnitt, ist das Herz. Das ist das, worauf es ankommt. Jesus sagt also, wenn ich euch das jetzt eintrichtern möchte, wenn ich euch ganz genau sagen möchte, worum es geht, dass ihr nach diesen Prinzipien leben sollt, dann geht es mir um dein Herz. Um eine Veränderung, die im Herz stattfinden muss. Wir kennen das ja alle. Christen kann man ja so ganz grob in 2 Kategorien eigentlich einteilen, also in denen, nach dem, wie sie leben. Das sind auf der einen Seite die, wo man dann schnell sagt, ja, die sind gesetzlich. Die haben da ihre Regeln, ihre Gebote, nach denen leben die. Die haben dann ihren Lasterkatalog, ne, ihre 20, 30 Regeln. Und das ist ja recht populär. Das hat Vorteile. Aber es ist recht populär. Das ist das nämlich, was die Menschen wollen. Das ist das, wie eigentlich alle großen Religionen funktionieren. Du hast da deine Regeln, die arbeitest du ab. Und es ist deswegen populär, weil du am Ende der Woche hingehen kannst und sagen kannst, ich geh das durch, 1, 2, 3, 4, 5. Ich gucke mir die Gebote an, habe ich gehalten, super, wunderbar, ich bin ein guter Mensch. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, nee, das mit den Geboten ist nicht mehr ganz so aktuell, nicht mehr ganz so wichtig, wir haben ja den Heiligen Geist, der führt uns ja in die Wahrheit. Das Missverständnis, was da dann oft entsteht, ist, der Heilige Geist führt uns ja in genau das, was Jesus uns hier sagt. Er führt uns ja in die Gebote hinein, aber nicht in das rein Äußerliche, sondern in die Prinzipien. Er will, dass wir die Prinzipien anwenden in unserem Leben. Dass wenn wir das Gebot hier vom Töten haben, das sollen wir dann nehmen und in unserem Leben anwenden. Aber dafür müssen wir begreifen, was ist das? Und da sagt Jesus jetzt, das ist nicht nur ein, du gehst da hin und schlachtest den Nächsten ab, deine Nachbarn. Wie eben Ferdinand von Schirach in seinem Roman dort deutlich gemacht hat. Und weil wir so oft in dieser Bergpredigt so davor stehen, vor diesem Berg der Predigt, denken wir oft, das schaffe ich nicht. Das bekomme ich nicht hin. Und damit macht Jesus das eine deutlich. Der Schwachpunkt in deinem Leben, dort wo du reflektierst, dass du es nicht hinbekommst, das ist dein Herz. Weil dein Herz nicht darauf ausgerichtet ist, darauf, was das Prinzip dahinter ist, weil dein Herz nicht danach leben möchte. Du hättest lieber einen Lasterkatalog, um zu gucken, zack, 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 das arbeite ich ab. Ach, ich bin ein guter Christ, ich bin ein guter Mensch.
Wenn Jesus hier jetzt das Gebot des Nichttötens runterbricht auf ein reines Zornigsein, dann macht er deutlich, es ist das Prinzip, um das es mir geht. Du brichst nicht, sagt Jesus, das Gebot erst dann, wenn du jemanden wirklich umbringst, sondern selbst dann, wenn du auf eine andere Person zornig bist. Und das haut rein. Ich meine, wir kennen das ja alle. Im Klassenraum, unter Geschwistern, unter Kommilitonen, auf der Arbeitsstelle. Wir kennen das. Da ist jemand und der bringt uns dann auf einmal auf die Palme. Was machen wir? Wir reagieren, oh, den zeige ich jetzt aber. Und dann kommt es. Dann kommen Beschimpfungen und Beleidigungen. Dann kommen Erniedrigungen. Oder zumindest Wut und Zorn im Herzen. Wenn wir es auch nicht unbedingt aussprechen. Aber diese Sachen, die kommen. Und all das macht eben das eine deutlich. Unser Herz, das ist unser Schwachpunkt. Wenn wir zornig sind, dann entscheiden wir uns ja nicht dafür. Das ist ja nicht so, wie wenn ich sage, okay, ich trinke gleich ein Glas Wasser oder ein Glas Saft. Ich entscheide mich ja nicht für den Zorn. So nach dem Motto eben, ah, der andere ist doof gewesen, jetzt bin ich zornig. Das ist ja keine Entscheidung, die wir treffen. Sondern es ist ein Gefühl. Und wo entsteht dieses Gefühl? Wo kommt diese Reaktion her? Aus meinem Herzen. Aus einem Herzen, das nicht nach dem Prinzip, nicht nach dem Willen Gottes leben möchte. Zorn ist immer eine Reaktion aus einem sündigen Herzen. Und das ist der Knackpunkt. Das ist das, was wir zu begreifen haben. Das ist das Prinzip. Es ist ein sündiges Herz, das dahinter steckt. Und das ist unser Problem, was wir haben. Deswegen sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, also zornig ist, wird dem Gericht bereits verfallen sein. Was Jesus damit nicht sagt, ist, dass Zorn genauso schlimm ist, wie jemanden umzubringen. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es mir weitaus lieber, dass du zornig auf mich bist, als dass du mich umbringst. Das stellt Jesus nicht gleich und sagt, das ist dasselbe im Endeffekt in dem, was am Schluss dabei rauskommt. Aber Zorn ist das Gefühl, das einem Mord vorausgeht. Und die Ursache dieses Gefühls ist eben ein sündiges Herz. Nochmal, Jesus gibt uns hier in der Bergpredigt nicht nur einfach noch weitere Gebote, wie wir zu leben haben. Jesus möchte, dass wir die Prinzipien verstehen und dass wir diese Prinzipien in unserem Leben anwenden. Und das macht er hier eben deutlich. Es geht nicht um das äußerliche Tun allein, jemanden umzubringen, sondern es geht bereits um das, was hinter der Tat steht. Der Zorn, die Eifersucht, Neid, was auch immer. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Menschen andere wiederum umbringen. Und Jesus macht deutlich, die Gefühle, die da sind, die kommen aus einem sündigen Herzen. Und das ist das Problem. Und dann sagt er, wenn diese Gefühle nicht, wenn dieses Problem nicht beseitigt wird, dann ist die Folge des Ganzen das Gericht. Dann ist die Folge des Ganzen, dass ihr in der Hölle landen werdet. Jesus sagt, euer Problem im Miteinander, untereinander, aber auch in Bezug auf den lebendigen Gott, ist nicht zuerst das, was ihr rein äußerlich tut, sondern ist das, was in eurem Herzen da ist. Und das ist ja auch das, was der reiche Jüngling nicht verstanden hat. Der die Gebote genommen hat und gesagt hat, guck mal, ich mache das ja. Ich halte mich daran. Hat das aufgelistet, ne? Zack, zack, zack. Und Jesus sagte, das Prinzip hast du nicht begriffen. Das Herz, das ist nicht verändert worden. Das Herz ist nämlich dein Schwachpunkt. Das ist auch das, was ein Paulus im Nachhinein eingestanden hat. Paulus war ja auch ein Pharisäer, also einer, der den Glauben unglaublich ernst genommen hat, der wirklich danach gelebt hat. Und er sagte dann im Nachhinein, als er dann zum Glauben gekommen ist, da drückt er das dann aus und macht deutlich, die rein äußerlichen Dinge, ja, die habe ich gehalten. Aber das war es dann auch. Jesus sagt, wenn dieses Problem nicht gelöst wird, dann ist die Folge immer das Gericht. Und jetzt möchte Jesus zwei Dinge damit deutlich machen. Er sagt, du bist nicht automatisch dadurch gerecht vor Gott, wenn du jemanden nicht umbringst. Wisst ihr, es ist ja in Deutschland gesetzeswidrig, andere Menschen umzubringen. Es ist nicht gesetzeswidrig, auf jemand anderen zornig zu sein. Im Reich Gottes ist es bereits gesetzeswidrig, auf andere zornig zu sein. Du bist nicht automatisch gerecht vor Gott deswegen.
Und ein zweites, was Jesus deutlich machen möchte, ist, du kannst dich nicht einfach von selbst verändern. Das bekommst du gar nicht hin. Es reicht nicht aus zu sagen, okay, alles klar, Paul, habe ich verstanden, ne, was Jesus da deutlich machen möchte. Ich habe die Botschaft mitbekommen. Ich arbeite daran, meine Gefühle in den Griff zu bekommen. Oder zu sagen, ah, okay, alles klar, dann besuche ich jetzt eben ein Seminar für emotionale Stabilität. Das ist nicht die Lösung, das ist nicht das, wie sich die Dinge verändern. Das grundlegende Problem, der grundlegende Schwachpunkt in unserem Leben ist das Herz. Dass diese Dinge, diese verkehrten Gefühle aus einem sündigen Herzen kommen und damit jetzt unsere Gerechtigkeit, die der Pharisäer übersteigt, muss etwas verändert werden. Und das ist eben das Herz. Das ist die Ausgangslage, die Jesus hier deutlich macht. Er sagt, ohne Vergebung, ohne Veränderung des Herzens, kratzt du immer nur an der Oberfläche deiner Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen. Aber die Dinge werden sich nie wirklich ändern, wenn dein Herz nicht erneuert ist. Dein Herz ist dein Schwachpunkt. Wer von Jesus kein erneuertes Herz erhalten hat, wird in allen seinen Beziehungen, die er lebt, immer am Hauptproblem scheitern, das eigene Herz. Jetzt ist es nicht so, dass Jesus hier stehen bleibt. Er sagt nicht nur, hier ist euer Problem, sondern er macht auch deutlich, wo dieses Problem, wo dieser Schwachpunkt, den wir haben, unser Herz, zu einer Gefahr wird. Das ist der zweite Punkt. Unsere größte Gefahr ist unser Zorn. Ihr Lieben, Jesus nimmt hier das Gesetz des Moses und macht deutlich, dieses Gebot beinhaltet nicht nur physischen Mord. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch eben hier. Sondern auch grundlosen Zorn im Herzen. Jetzt ist es nicht so, dass Zorn immer überall direkt Sünde ist. Wir kennen das aus verschiedenen Psalmen. Dort gibt es ja auch sogenannte Rache- oder Zornpsalmen eben, wo Zorn geäußert wird. Oder aber Jesus selbst ist ja an einigen Stellen zornig, wo er zum Beispiel dahin geht und aus dem Tempel die ganzen Verkäufer heraustreibt. Oder oft in der Begegnung mit den Pharisäern ist er zornig. Paulus schreibt das, Epheser 4, 26. Wenn ihr zornig seid, so sündigt nicht dabei. Es ist also möglich, rein theoretisch, zornig zu sein und dabei zu sündigen. Und es ist möglich, zornig zu sein und nicht dabei zu sündigen. Es gibt Zorn, der berechtigt ist. Und das ist Zorn über die Sünde, über die Auswirkung von Sünde. Und es gibt Zorn, der in Gottes Augen falsch ist. Und diesen Zorn, den beschreibt Jesus hier jetzt, Zorn, der immer zu sündigen Taten gegenüber anderen Menschen führt. Und als Beispiel nennt Jesus dann Beleidigungen und abschätziges Reden. Wir haben diesen Textabschnitt jetzt ja in zwei verschiedenen Übersetzungen schon gehört gerade. In der Übersetzung von Micha haben wir das gerade schon gehört, ne? Mit etwas moderneren Beschimpfungen. Hier heißt es ja eine Raka Duna. Da kann man jetzt nicht sich das so einfach machen und sagen, alles klar, diese Beschimpfung nutze ich ja nicht, gilt also nicht für mich, bin ich schön fein raus, sondern du kannst da natürlich alles an Beleidigungen reinsetzen, die es auf dem Markt gibt. Wie, nochmal, es geht um das Prinzip. Immer die Prinzipien dahinter verstehen. Das ist das, was Jesus deutlich machen möchte. Und dann sagt Jesus knallhart, wer in dieser Art und Weise etwas Beleidigendes über jemand anderen sagt, der wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Das ist die Gefahr, in der wir stehen. Schwachpunkt ist unser Herz. Und so Gefahr wird es, wo wir diesen Zorn freien Lauf lassen, wo wir diesen eben Ausdruck verleihen, wo wir beleidigende Dinge sagen und wo Jesus sagt, am Schluss ist die Hölle immer der Ausgang des Ganzen. Der Zorn führt immer in die Hölle. Was Jesus nicht sagt, versteht das bitte nicht falsch. Er sagt nicht, wenn du jemanden Idiot nennst, dann kommst du in die Hölle. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Was er sagt ist, wenn du so etwas sagst, dann ist das Sünde. Und Sünde führt immer in die ewige Verdammnis. Sünde führt immer in die Hölle. Genauso wie Mord auch eben Sünde ist. Und Sünde nimmt der heilige Gott sehr, sehr ernst. Und Sünde verdient immer eine drastische Strafe. Deswegen sagt Johannes das in seinem Brief. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Also zornig zu sein, ist immer Sünde und führt immer in die Hölle. Deswegen ist Zorn eine ganz, 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 ganz große Gefahr.
Jesus sagt hier nicht und hört damit auf, ne, also weil das eben so ist, seid nicht zornig, Punkt. Das tut er an keiner Stelle. Das würde uns auch nicht weiterhelfen, weil wir nur umso mehr verstehen würden und darauf achten würden, dass wir eben immer wieder zornig sind, dass der Ärger immer wieder hochkommt. In der Bergpredigt, da setzt Jesus ja nicht nur einfach den Maßstab nur hoch und sagt so, jetzt habt ihr ein Problem, sondern in der Bergpredigt, da nimmt Jesus uns an die Hand. Er nimmt uns mit und er sagt uns, wie es aussieht, mit ihm zu leben. Deswegen in Vers 22 dieser Zusatz, ich aber sage euch. Und da stellt er sich nicht einfach hin und behauptet, bisher habt ihr es so verstanden, ihr sollt niemanden umbringen. Ich sage euch, das reicht nicht, bei mir herrscht ein höherer Standard. Ihr sollt nicht einmal zornig sein, das ist nicht das, was er sagt. Sodass alle denken, die das hören, okay, vorher war es schon schwierig, jetzt wird es noch schwieriger, die Gebote zu halten. Ich glaube, in Vers 22 erklärt Jesus, wohin es führt, auf andere zornig zu sein. Wohin es führt, wenn wir zornig sind, weil Zorn immer Sünde ist. Und Zorn und Sünde führen immer eben ins Verderben. Was ist die Absicht Jesu? Das Prinzip. Das müssen wir verstehen. Das Prinzip, dass unser Herz unser Schwachpunkt ist und dass unser Zorn gegenüber unserem Nächsten immer ins Verderben führt. Das müssen wir begreifen. Die Symptome, sagt Jesus, die sind ja bekannt, die seht ihr ja. Ihr wisst ja, wie oft ihr zornig seid. Das ist das Problem. Hier haben wir eine Gefahr, sagt Jesus. Und wenn wir diese Gefahr nicht behandeln, so wie wenn du da hingehst und mitbekommst, ne, du hast da Krebs in dir drin. Wenn das nicht behandelt wird, dann hast du ein ganz, ganz großes Problem. Das ist die Gefahr. Wenn diese Sache nicht behandelt wird, dann ist der Ausgang klar. Und der Ausgang heißt nicht ewiges Leben in der Ewigkeit bei Jesus Christus im Himmel. Das ist die Gefahr, die Jesus deutlich machen möchte. Und dann kommt dieser wunderbare Schwerpunkt dieses Abschnittes in den nächsten Versen. Denn die Antwort auf die Frage, die wir dann eher als Patienten, wenn wir diese Diagnose erhalten haben von Jesus, die lautet dann, was kann ich jetzt dagegen tun? Und das macht Jesus deutlich, Vers 23 bis 26. Ein dritter Punkt, unser größtes Heilmittel, die Versöhnung. Ihr Lieben, jetzt kommt Jesus zum Punkt, zum Schritt der Veränderung. Das Heilmittel vor dieser Gefahr. Also er sagt, passt auf, ihr habt da euer Herz, das ist euer Problem, das ist euer Schwachpunkt. Wenn diese Sache nicht gelöst wird, dann ist der Ausgang klar. Aber jetzt kommt eben das Heilmittel. Und er sagt, das ist die Versöhnung. Und er sagt, tu alles, was du kannst, um Ärger und Zorn zwischen dir und deinem Nächsten, deinem Bruder, ne, deinem Klassenkameraden, deinen Arbeitskollegen abzubauen. Tu alles, was du kannst, bevor es zu spät ist. Tu alles, was du kannst, um Streit, um Spannungen zwischen dir und anderen abzubauen, um Versöhnung zu erreichen. Das ist Jesu Anliegen. Und das erklärt er in zwei Teilen, in zwei Bereichen. Einmal innerhalb der Gemeinde und einmal eben außerhalb der Gemeinde. Und in diesen zwei Teilen, da betont er, glaube ich, vor allem zwei Dinge. Vers 23 und 24, da macht er deutlich, Versöhnung ist äußerst wichtig. Das ist der erste Punkt, den er deutlich macht. Jesus sagt, wir sollen nicht nur keinen Mord begehen und auch nicht nur böse Gedanken haben. Also wir sollen nicht nur das Negative lassen, sondern er sagt, wir sollen auch etwas Positives tun. Wir sollen auch einen positiven Schritt unternehmen. Und das ist die Versöhnung. Und Versöhnung ist laut Jesus so wichtig, dass wir danach streben sollen, nicht nur dann, wenn wir sauer auf andere sind, sondern auch dann, wenn möglicherweise jemand anders sauer auf uns ist, auf mich ist. Wenn du dich also daran erinnerst, dass hier jemand ist, in der Gemeinde, jemand, der etwas gegen dich hat, ist dein Auftrag, hinzugehen und dich zu versöhnen. Das ist das, was Jesus sagt. Und offensichtlich reicht es aus, dass jemand anderes etwas gegen mich hat, unabhängig davon, ob mein Gegenüber das äußert oder nicht. Versteht das bitte wieder nicht falsch. Jesus sagt nicht, kümmere dich um alles, immer dann, wenn jemand anderes etwas gegen dich hat. Das ist immer deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Das ist nicht das, was er sagt. In den Seligpreisungen, in der ersten Predigt, der Bergpredigt, da haben wir das ja auch gehört von diesem ungerechten Zorn, was ja eine Charaktereigenschaft eben ist. Na, glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Also es gibt ja offensichtlich Menschen, die verfolgt werden, die Zorn erleben,
weil sie Christen sind. Und Jesus meint jetzt nicht solche Situationen. Er meint auch nicht Situationen, wo wir bereits alles versucht haben, um eben Versöhnung zu erlangen und immer nur abgeblockt werden. Das erleben wir ja auch immer wieder, dass Menschen gar keine Versöhnung wollen, dass sie gar nicht in Frieden leben wollen. Deswegen sagt Paulus ja auch, ne, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Nein, was er hier meint ist, wenn ich jemanden ungerecht behandelt habe und er deswegen einen Grund hat, gegenüber mich verbittert zu sein, dann sagt Jesus, geh hin und versöhne dich. Und wie wichtig Jesus das ist, diese Versöhnung, macht er deutlich, indem er den Weg zum Gottesdienst beschreibt. Das ist das Beispiel, das er hier nimmt. Jesus sagt, selbst wenn du gerade dabei bist, mich als Gott zu loben, zu beten, Lieder zu singen, zu meiner Ehre, er sagt ja, es ist wichtiger, dich zu versöhnen, als unversöhnt Gott anzubeten. Und es ist möglich, dass der ein oder andere heute Abend hier ist, der nicht hier sein sollte. Weil Streit und Bitterkeit und Zorn da sind, zwischen dir und deinen Eltern vielleicht oder zwischen dir und deinen Geschwistern, dir und deinem Arbeitskollegen. Jesus ist der Meinung, er sagt, hey, ich freue mich über Anbetung. Du sollst genau hier sein, du sollst genau das tun. Aber es ist wichtiger, versöhnt zu sein. Du sollst nicht hier sein, wenn Dinge zwischen dir und einem anderen stehen. Seht ihr, wie wichtig Jesus die Versöhnung hier ist, dass er sagt, das ziehe ich selbst im Gottesdienst vor. Du sollst dich dringender versöhnen. Unsere Beziehung zu anderen Menschen beeinflusst also unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Wisst ihr, wir können hier in der Gemeinde alles perfektionieren. Wir können sagen, na, wir gestalten die Jugendgottesdienste anders und den Teenkreis und die Kinderstunde und na, die Lieder und was wir nicht alles machen können, das können wir alles perfektionieren. Damit Gott mehr gelobt wird, damit sein Name größer gemacht wird. Ich glaube, dass kaum etwas in der Gemeinde die Anbetung Gottes so sehr fördert, wie wenn jemand hingeht zum anderen und sagt, weißt du was, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht. Und wenn wir ehrlich sind, dann ähneln wir uns ganz schön häufig den Pharisäern. Denn wenn wir das erleben, der Heilige Geist uns überführt und wir ganz genau wissen, ich soll da hingehen. Wir ganz genau wissen, das ist mein Auftrag. Was machen wir da oft? Investieren wir in andere Dinge. Und sagen, naja, ich nehme ja aber der Dienst in der Gemeinde wahr. Und ich tue ja hier etwas. Und guck mal, dem habe ich da auch geholfen. Wir sind so richtige Pharisäer und wiegen das Schlechte, was wir tun, was wir eigentlich, wo wir Versöhnung bewirken sollen, das wiegen wir mit dem Guten auf, was wir in anderen Bereichen tun. Wie so eben Pharisäer. Wir rechnen das eine mit dem anderen schnell auf. Ich möchte das nochmal deutlich machen, weil da gibt es eine großartige Illustration im Alten Testament, 1. Samuel 15. Da gibt Gott nämlich Saul, dem ersten König, einen Auftrag und sagt ihm, weißt du was, du sollst hingehen und die Amalekiter, die sollst du vernichten. So, da sollst du nichts übrig lassen, ne? Kein Mensch, kein Tier, das ist der Auftrag gewesen. Was macht Saul? Der sagt, ich werde einige der Amalekiter schonen und auch einiges von ihrem Vieh, um Gott ein Opfer zu bringen. Also der dachte sich, okay, alles klar, super, ne, dann kann ich Gott loben, ihn anbeten. Dann kommt Samuel plötzlich, der Prophet. Und er sagt, was hast du getan? Saul sagt, ich habe nur getan, was Gott gesagt hat. Und dann sagt Samuel, was höre ich denn da? Das Blöken von den Schafen, von den Rindern. Und dann sagt er diese ganz ernsten und schweren Worte, meinst du wirklich, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Mir tut Saul an dieser Stelle irgendwie immer wieder leid, weil ich das verstehen kann. Ich meine, wir kennen das ja eigentlich, oder? Uns geht es ja häufig auch so. Wir tun nicht, was Gott befiehlt,
Wenn wir seine Gebote irgendwie einschränken, wenn wir es so reduzieren wie die Pharisäer, die Schriftgelehrten, und dann glauben wir, okay, durch eine großartige Anbetungsaktion können wir das Ganze wieder schlichten. Und Gott sagt nur, das ist nicht das, worum es mir geht. Gehorsam ist besser als Opfer. Deshalb, bevor du Gott anbetest, geh hin und versöhne dich mit deinem Nächsten. Es mag der ein oder andere denken und sagen, ja, es ist gut, ich warte die nächste Möglichkeit ab und dann mache ich das. Dann gehe ich hin. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus jetzt den zweiten Teil anführt und sagt, Versöhnung ist nicht nur äußerst wichtig, sondern Versöhnung ist auch äußerst dringend. Jesus sagt, ihr müsst sofort handeln, zöger nicht damit. Das ist das, was er deutlich macht, weil wir in unseren Beziehungen zu unserem Nächsten auch immer wieder unsere Beziehung zu Gott im Blick haben sollen. Und er es ist, der uns bis auf den letzten Cent verklagen kann, weil er der einzig Gerechte ist, weil Gott der Richter ist. Was sollen wir tun? So schnell wie möglich mit anderen übereinkommen. Das ist das, was wir vor Augen haben müssen, dass wir einmal vor Gott stehen werden. Jesus sagt, wir sind ja hier auf diesem Lebensweg unterwegs, und dann bringt er dieses Beispiel und sagt, stell dir mal vor, du bist da als Mieter und bist mit deiner Miete im Rückstand über Monate. Und dann kommt dein Vermieter und dann platzt dann irgendwann der Kragen und der will dich jetzt verklagen. Und da sagt Jesus, geh ganz, ganz schnell hin. Komm mit ihm überein. Nochmal, das ist ein Bild, das Jesus hier gebraucht. Es geht nicht darum, nur das dann zu tun, wenn es hier um irgendwelche Mietrechte geht, sondern wieder das Prinzip. Wir sollen schnell sein. Wir sollen eilig hingehen und eben dafür sorgen, dass Versöhnung zustande kommt. Das Prinzip ist das, was wir verstehen sollen. Jesus sagt, regel das sofort, weil du nicht weißt, ob du morgen früh noch da bist. Weil du nicht weißt, ob der andere morgen früh noch da ist. Das ist nichts, was wir aufschieben können. Ganz gleich, ob wir schuldig sind, ob wir mitschuldig sind oder ob wir glauben, ich habe überhaupt gar keine Schuld. Geh heute hin und ruf diese Person heute an. Geh heute hin und schreib ihr heute eine Mail. Weil du weißt nicht, ob es irgendwann zu spät ist. Warum ist die Versöhnung das größte Heilmittel für unsere Beziehungen? Der Weg, den Jesus uns vorgibt, warum hält er die Versöhnung für so äußerst wichtig? Weil Gott allen Grund gehabt hat, zornig auf uns zu sein. Wir haben das gerade im Lied zum Ausdruck gebracht. Dass er nicht ewig zornig ist auf uns. Nicht aufgrund unserer selbst oder weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Gott hat den Grund gehabt, auf uns zornig zu sein, weil wir hundertfach, weil wir tausendfach uns schuldig gemacht haben, mehr als alle Mörder dieser Welt, jeder von uns. Aber obwohl das so ist, ist der, der keine Sünde kannte, der keine Schuld hatte, ist er hingegangen und hat diese zerbrochene Beziehung genommen. Hat alles getan, um diese Beziehung mit sich selbst zu versöhnen, um uns zu vergeben, um unsere Schuld zu bezahlen, um uns in Liebe anzunehmen. Und dafür hat er sein Bestes gegeben, seinen eigenen Sohn. Das ist die Botschaft der Bibel. Und jeder Streit, jeder Zorn, jeder Ärger in unserem Leben sollte uns jetzt genau daran erinnern, dass wir das vor Augen haben. Jesus Christus ist diesen Weg gegangen, diesen Weg der Versöhnung. Und so sehr, wie Gott wollte, dass du mit ihm versöhnt lebst, so sehr, wie Gott wollte, dass du in seine Gegenwart treten kannst, durch die Versöhnung, so sehr will Gott auch, dass du versöhnt lebst mit anderen. Und so sehr, wie Gott alles getan hat, um diese Versöhnung zu erreichen, so sehr will Gott, dass du alles tust, um dieses Heilmittel anzuwenden und eben diese Versöhnung mit anderen zu erreichen. Diesen Weg hat er geebnet am Kreuz. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, da ist eine Beziehung in meinem Leben, da ist diese Versöhnung noch nicht da. Heute. Geh heute hin. Aber wenn du selbst in deinem Leben noch nie um Vergebung gebeten hast, dann höre diese Worte von Jesus zuallererst als seinen Aufruf an dich. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich habe damit begonnen, mit diesem Bestseller-Roman von diesem Schirach, wo man sich nur an den Kopf fasst und sich manchmal denkt, wie können Menschen sich so etwas antun, so etwas Furchtbares. Und Jesus macht uns deutlich, ihr seid nicht anders. Jeder von euch
ist ein Mörder. Jeder von euch ist ein Verbrecher. Weil euer Herz euer großer Schwachpunkt ist. Weil die Sünde aus eurem Herzen kommt. Und diese Sünde, dieser Zorn, dieser Ausdruck der Sünde, der wird zu einem Problem, wenn diese Sache nicht bekämpft wird. Und jetzt überlässt Jesus uns nicht einfach nur einer völlig uns überfordernden Diagnose, sondern er zeigt uns ein Heilmittel auf. In den Beziehungen zwischen uns und anderen, aber auch in Bezug auf ihn selbst. Den Weg der Versöhnung. Deswegen lasst uns alles Mögliche tun, dass wir versöhnt leben. Untereinander, aber in erster Linie in Bezug auf den lebendigen Gott. Amen.